Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Okay, ich zähle 5 Gegner. 5 Gegner. Die meisten Rationen sind bei der Explosion. 3 unten. Einer im Erdgeschoss und einer im ersten Stock. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Er hier ist gerade isoliert. Die Frage ist nur für wie lange. Was ist das? Ah, komm, bring ihn um, bring ihn um! So viel zum Tod von oben. Okay. Die haben mir alle den Rücken zugewandt. Alle. Der Einzige, der mir jetzt gerade gefährlich werden könnte, wenn die so bleiben, wie sie sind, ist er hier oben. Ansonsten stehen sie alle perfekt. Gibt's noch irgendeinen alternativen Weg? Irgendwie? Ah, und wie gut ich das vorausgesehen habe, Mann. Unsere Kleidung blendet sich halt vollkommen ein hier. Richtig gut. Sehr schön. Gefällt mir. Okay, die Frage ist, hört das einer von den beiden? Hört er das, wenn ich ihn hier ausschalte? Oder hört er das, wenn ich ihn hier ausschalte? Der da vorne wird wahrscheinlich kein Problem. Können wir mal die Texturen aus der Nähe angucken. Alter, ist halt schon sehr hochwertig. Sehr hochwertig. Schaut euch mal die Texturen an. Boah. Okay. Okay, genug rumgenördet. So, was ist mit dem da oben? Der ist gerade weg. Und weg. Weg, weg, weg. Okay, der chillt gerade da rechts rum. Patronen, Leuchtgeschosse. Hat jemand die Kaliber? Hier ist ein Kaliber. War aber eher ein schweres Kaliber. So, oh, das war nicht gut. Den Typ haben wir ausgenommen. Jetzt könnten wir eigentlich noch die anderen schnell ausnehmen. Und er hier oben latscht wieder zurück. Okay. Bergungsgut. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Okay, dann lassen wir das mal. Lassen wir das einfach mal stehen. Wird schon passen. Überfall haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Scheiße. Das sollte ein Routineeinsatz sein. Der Weg ist nie leicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. Okay. Okay, der hat über Funk gesprochen. Das heißt, hier ist niemand mehr außer ihm. Ah!
Okay. Bereich gesichert. Das heißt, jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Pfeile brauchen wir nicht. Bergungsgut ist immer gut. Deswegen heißt es Bergungsgut. Da ist noch ein Audioband. Ja, das hören wir uns auch gleich mal an. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Anscheinend weiht Trinity nicht alle Leute ein. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das hier alles nur irgendwelche Söldner sind, die angeheuert werden, die zwar wissen, was so ungefähr Trinity ist, aber auch nicht so wirklich durchblicken, was das alles soll, was sie da machen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, das ist eine nützliche Information auf menschlicher Ebene. Das würde bedeuten, dass es vielleicht noch andere Soldaten hier gibt oder Söldner, die eigentlich wieder weg wollen und die Trinity vielleicht sogar verraten würden. Vielleicht haben wir es hier nicht nur mit blinden Fanatikern zu tun, sondern auch mit Leuten, die eigentlich gar nicht hier sein wollen. Und mit denen man vielleicht sogar reden könnte. Ich weiß nur nicht, inwiefern uns das weiterhilft. Wahrscheinlich gar nicht für das Spiel. So, Teil 2 von 4 gefunden für die Halbautomatik. Bald können wir also rumballern. Oh, geil. Nein, 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 nein! Oh, ich hasse es. Ja, manchmal ist die Steuerung noch ein bisschen unpräzise. Vor allem, wenn man wild auf der Tastatur rumdrückt, wie ich. Hui! 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 So, okay, wir klettern da mal hoch. Unser Outfit wird auch schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, beziehungsweise eingeschneit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt ist natürlich die Frage, schmilzt der Schnee auf unserer Kleidung, wenn wir uns hier ans Feuer stellen? Also dann würde ich ausrasten. Es kann aber auch einfach nur ortgetriggert sein. Ja, wahrscheinlich ist es ortgetriggert. Wenn wir hier reinkommen, haben wir keinen Schnee mehr auf der Kleidung. Und wenn wir da oben sind, dann haben wir Schnee auf der Kleidung. Ich glaube, das ist der Trigger und nicht tatsächlich die Temperatur. So, was müssen wir hier tun? Wir haben hier diese kleinen Laternen, die wir werfen können. Und dann fliegt irgendwas in die Luft. Die Frage ist nur, was lassen wir in die Luft fliegen? Wahrscheinlich diesen Durchgang hier. Ja. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Verschießen! Und unsere erste Waffe. Glaubst du,
ihr könnt uns lange aufhalten. Das wird uns. Verdammt nochmal, ein vor uns! Wen haben die da? Das ist euer nächstes Ziel. Oh, shit. Wer hört uns überhaupt? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich muss der Zentrale Bericht erstatten. Mach weiter. Ihr lernt überzeugen. Okay, der Typ haut ab. Oder? Nein, der haut nicht ab. Okay, dann schauen wir uns mal kurz an, was hier steht. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Das Tagebuch eines verbliebenen Spähers, der die Sowjets beobachten sollte, als sie die Bahnverbindung zu diesem Ort vor Jahrzehnten bauten. Glaubst du, wir machen Gefangene nach tun, was ihr getan habt? Niemand weiß, dass ihr hier seid. Es kümmert keine Sau, wenn ihr alle verschwindet. Niemand wird eure Kinder schreien hören. Niemand wird etwas erfahren. Im Moment bist du der Einzige, der das verhindern kann. Warum tust du es nicht? Hältst du das für Stärke? Zu schweigen? Sie werden alle sterben. Du hättest doch gleich selber abdrücken können. Das ist Zeitverschwendung. Ja, kann sein. Das sind mit Sicherheit nicht die Bauern, die die Aufklärung gemeint hat. Ich versuche gerade noch einen Plan zu entwickeln. Wir müssen wahrscheinlich als allererstes ihn hier töten. Und dann ihn hier. Und die Schüsse müssen sitzen. Du hättest da stoppen können. Was immer jetzt passiert, ist alles schon. Okay. Agios Oteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Eleisonimas. Was sagt ihr? Was ist das? Russisch? Kein Russisch. Das klingt eher nach Griechisch. Kyrie. Kyrie Eleison. Prophetes Eleison. Kyrie Eleison. Okay. Er ist fast tot. Wir werden nichts aus ihm rauskriegen. Ja, das hatte ich gesehen. Ich entwickle gerade eine Theorie. Aber wir sollten trotzdem handeln. Habe ich echt nicht getroffen? Das ist ja peinlich. Blindfeuern geht nicht. Muss der niemals nachladen, der Typ? Ich dachte schon, der hat das göttliche Magazin. Braucht die göttliche Quelle gar nicht mehr, hat er schon in seiner Waffe stecken. So, und wer bist du? Agios Oteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Eleisonimas. Kyrie. Kyrie Eleison. Prophetes Eleison. Kyrie Eleison. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Tolles Timing. Okay. Den Typ gibt's nicht mehr. Können wir mit dem noch irgendwas machen? Irgendwie die Taschen durchsuchen? Nein. Fehlende Ausrüstung. Ich dachte mir gerade schon, halten Sie zum Knacken des Schlosses eh gedrückt. Und was macht sie? Ich komm da nicht rein.
Voll der Profi. So, dann machen wir das hier mal auf. So. Okay, das heißt, wir kommen hier später auch nochmal vorbei. Ah, jetzt können Sie mir auch mal sagen, wie man hier die Waffen wechselt. Ich versuche das nämlich schon die ganze Zeit verzweifelt am Mausrad. Dabei geht es mit den 1, 2, 3, 4 Tasten. Ja, okay, dann bleiben wir mal auf dem Bogen, weil ich glaube, dass der uns gerade ein bisschen weiterhilft. Ganz einfach, weil wir dafür mehr Munition haben.